Servus Leute, und ich melde mich mal wieder zurück mit einer Runde Gun Game auf der Map Dome. Ich wollte mich mal wieder zurückmelden, da es ja jetzt schon längere Zeit nichts mehr gab. Und ja, warum gibt es heute ein Gun Game? Ich habe mich heute einfach mal für ein Gun Game entschieden, weil ich gehört habe, dass bei vielen Leuten wirklich schon die Motivation, MW3 zu spielen, schon wirklich fast nicht mehr da ist. Also ich kenne wirklich schon viele Leute, die wirklich nur noch MW2 spielen oder COD 4. Und ja, das Gun Game unterscheidet sich dann doch im Wesentlichen schon von den Standardmodis in MW3 wie Kill Confirmed oder Herrschaft, denn ja, so wenn man mal so in seine Subbox schaut, dann sieht man wirklich überall MW3 und denkt man sich doch auch so, ach komm Leute, ich habe jetzt schon so viel MW3 gesehen. Da ist doch so ein Gun Game mal eine gute Abwechslung, erfrischt so ein bisschen, bringt so ein bisschen Leben in den mittlerweile schon nicht mehr so spannenden MW3 Alltag. Und ja, was gibt es zum Gun Game zu sagen? Also auf der Konsole habe ich das jetzt irgendwie noch gar nicht richtig gesehen. Auf dem PC gibt es das in vielen verschiedenen Arten, also mit verschiedenen Waffen und verschiedenen vielen Stufen. Und ja, hier fehle ich natürlich bei den Sniper Rifles, als ich gerade eben da 14-0 hatte, da war ich natürlich schon direkt am Feiern, da dachte ich hier, das wird das Gun Game meines Lebens. Jetzt werde ich aber noch ein paar Fails bauen hier mit den Sniper Rifles und den Launchern. Aber ich denke mal, das ist trotzdem ein ganz anschauliches Gameplay geworden. Und ja, es ist jetzt hier auch schon fast zu Ende. Ich habe jetzt hier die vorletzte Waffe, das ist dieser komische Granatenwerfer. Ich weiß auch nicht, was der bringen soll, also mit dem, den benutze ich fast nie. So, jetzt habe ich hier auch schon die Javelin und das ist die finale Waffe im Gun Game Modus von MW3. Also in Black Ops war es ja das Ballistic Knife und hier ist es halt die Javelin. Finde ich eine ganz gute Idee, denn ja, die Javelin, mit der ist es doch im Gun Game oder ist es doch nicht ganz so einfach, Kills zu machen. Und finde ich eine ganz gute Idee. Und mit diesen Worten ist es auch schon wieder zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ansonsten, tschaußen.